Also erstmal guten Tag allen Aufrichten und allen Lieben, denen das Rückgrat ja noch steht. Das gibt es auch bei der Polizei. Und ich werde jetzt einfach, es sollte später kommen im Programm, aber ich werde jetzt einen Appell vorstellen. Dieser Appell richtet sich etwas nach dem, wie vor 21 Jahren der Krefelder Appell geschrieben war. Und zwar gegen die Mittelstreckenraketen, atomaren Mittelstreckenraketen, Pershing und Cruise Missiles. Und die Situation von damals hatte sehr vielen unter diesem Krefelder Appell, sehr viele Unterschriften. Die Gefahr war groß, aber ich würde sagen, heute ist sie noch größer geworden. Und deshalb in Anlehnung dieses Krefelder Appells ist dieser neue Appell entstanden, der nennt sich den Kriegstreibern in den Arm fallen. Und das Besondere daran ist, dass nämlich eine Verbindung da ist in dem Appell und in unserem Anliegen zwischen Friedensbewegung und der Bewegung, der Protestbewegung, der ganzen Maßnahmen, der ganzen Politik, der Corona, des Corona-Komplex. Und wie es begründet ist, lese ich euch jetzt vor. Ja? Es geht zum ersten, ähnlich wie 1980, um die immer noch hochbrisante militärische, auch atomare Bedrohungslage. Und zum anderen um den extrem gefährlichen Krieg gegen die Menschheit, der unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung geführt wird und um den extrem gefährlichen Krieg geführt wird. Entschuldigung. Und bereits Millionen Todesopfer gefordert hat. Ziel ist auch die Bündelung aller verfügbaren Kräfte über ideologische Grenzen hinweg. Auf diese Weise ist es unter diesem Appell schon zu sehr vielen Unterschriften gekommen. Und um euch auch verständlich zu machen, wie sehr auch unsere Protestbewegung mit eingebunden war, lese ich euch jetzt einfach mal einige Namen vor von denen, die diesen Appell, den wir hier nachher später auch aushängen, damit ihr den nachlesen könnt, denn man muss sowas ja in Ruhe gelesen haben. Und er ist übrigens auch zu finden, wenn das auch für die Kamera gezeigt werden könnte, zu finden unter der www.natoraus.de, sodass ihr, und zwar in drei Sprachen, sodass ihr das nachlesen könnt. Und jetzt lese ich euch einfach mal vor, die Personen, die bereits unterschrieben haben. Und ich denke, ihr werdet euch über sehr viele freuen. Nein, ich sag euch mal, doch, das ist ja so. Ich werde euch auch noch vorlesen, aber gut. An den Stand nachher. Am Stand. Gut, also wenn ihr jetzt das als erstes hören wollt, was der Text ist, so fange ich mit dem Text an. Immer offensichtlicher wird das Treiben derer, die das Leben auf unserem Planeten gefährden und schon in erheblichem Umfang zerstört haben. Weltweit gehörten und gehören Kriege, strangulierende Sanktionen, Embargos und Hungerblockaden zum Agieren des US-Machtkomplexes. Die USA haben wichtige Abrüstungsverträge wie ABM, INF und Open Skies aufgekündigt. Die gegen Russland und China gerichteten Manöver werden immer aggressiver. Die Gefahr eines Atomkriegs nimmt bedrohlich zu. Aber die Machthaber dieser Welt führen Kriege auch an neuen, andersartigen Fronten. Unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung wird das Leben von Milliarden Menschen gefährdet. Ich lasse jetzt einiges von dem Text aus, weil ihr das bitte nachlesen könnt. Die Unterzeichneten und Unterzeichnen dieser Erklärung fordern daher, insbesondere von der deutschen Bundesregierung, sich von einer Politik der Kriege abzuwenden. Es gilt, den Kriegstreibern in den Arm zu fallen. Und wir fordern, dass es eine Politik gemacht wird,
die es nicht zulässt, dass ein US-Imperium inklusive Deutschland und der anderen NATO-Staaten die Welt weiter mit Kriegen überzieht. Die zu Frieden und Freundschaft mit allen Staaten bzw. Völkern der Welt führt. Die US- und NATO-Truppen verbannt aus Deutschland mit 2-Jahres-Frist durch Kündigung des Truppenstationierungsvertrags. Die sich verweigert, unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung Milliarden Menschen zu gefährden. Die Maxime folgt nicht Einschränkung, sondern Sicherung und Erweiterung der demokratischen Grundrechte ist das Gebot der Stunde. Und jetzt gestattet ihr, dass ich euch, nachdem ich den wichtigsten Teil vorgelesen habe, euch einfach doch mal vorlese, wer das unterzeichnet hat, in alphabetischer Reihenfolge. Michael Ballweg, Matthias Bröckers, Professor Klaus-Jürgen Bruder, Michael Czosodowski, Andrea Drescher, Eugen Drewermann, Daniele Ganser, Uli Gellermann, Jean-Theo Jost, Peter König vom Weltwirtschaftswissenschaftler und so weiter, Grisha Leifert, Ulrich Mies, Albrecht Müller von den Nachdenkseiten, Professor Norman Pesch, Völkerrechtler, Hermann Plopper, Dirk Pohlmann, Heiko Schöning. Und das freut mich ja ganz besonders. Ich glaube, da machen wir einmal einen Applaus, dass Heiko Schöning auch dabei ist. Dann der Vater von Julian Assange, John Shipton. Denn die Unterzeichner, die hierbei sind, sind aus den Bewegungen der Friedensbewegung, Umweltbewegungen, Grundrechte, Verteidigungsbewegung und auch Verteidigung von Julian Assange. Ich glaube, jetzt habe ich euch erstmal das Wesentliche gesagt und ich bitte euch dann zu dem Stand zu schauen und dann hänge ich das dahin und eine Unterzeichnerliste ist möglich. Also diesen Appell, jetzt entstanden im November 2021, der neue Krefelder Appell, ich finde, er verdient es, wahrgenommen zu werden. Und ich freue mich, dass die Kamera das auch aufgenommen hat, dass diese Webseite zu sehen ist. Also ich danke euch sehr, dass ihr hier seid. Ciao.